Oli Eckles, 0-1 hier in Luzern. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, eigentlich war es ausgeglichen. Es wäre ein typisches 0-0-Spiel gewesen, aber leider haben wir es verloren. Tun wir ein dummes Goal, aber ja, kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Lange jetzt gut ausgesehen, dann eben das Gegengoal. Wie hast du es gesehen? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es passiert ist. Ich glaube, den Ball verloren oder nicht richtig dran gegangen. Dann ein Doppelpass zieht er durch und dann schiesst er. Ich berühre ihn ganz wenig. Ich weiß nicht, ob das dann noch entscheidend war oder nicht, aber der Ball ist dann einfach drin gewesen. Wir haben heute mit einer leicht veränderten Aufstellung gespielt. Du bist auch von Anfang an zum Einsatz gekommen. Wie bist du ins Spiel gekommen? Ja, eigentlich sehr gut. Wie die ganze Mannschaft, habe ich das Gefühl, auch im Mittelfeld haben wir rotiert. Und dann haben wir auch gut ins Spiel gekommen. Wir haben eigentlich einen guten Match gehabt. Und dafür sind wir einfach nicht belohnt worden. Das ist schade. Schlussendlich ein sehr undankbares Resultat für den Aufwand. Ja, sicher. Wir sind enttäuscht, aber es geht weiter. Am nächsten Samstag haben wir das letzte Heimspiel, am Sonntag das letzte Heimspiel. Und das werden wir gewinnen. Du sprichst schon an, noch ein Spiel steht da in diesem sehr erfolgreichen Fußballjahr. Was habt ihr euch noch vorgenommen für ein Spiel gegen Thun? Ja, weil es so erfolgreich war, wenn wir den Match auch dort gewinnen. Merci vielmals. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, recht herzlich willkommen zu der Medienkonferenz nach unserem letzten Heimspiel von diesem Jahr. Und dem ersten Mal Sieg für den FC Luzern. Ich möchte gerade zuerst dem Trainer von Harald, René Weidersohn, einen kurzen Kommentar geben. Ja, es wiederholt sich sehr oft. Wir spielen eigentlich anfänglich meiner Meinung nach sehr gut. Es ist ein guter Fußball. Erobert sind die Bälle zurück, viel Druck zurück, das Gegen ist voll. Schön, der lange Zeit relativ kompakt. Meiner Meinung nach mindestens sehr schwach sind. Besser Team sein. Aber wenn ich sage, es wiederholt sich mit dem Verlauf des Spiels, werden die meisten Gegner stärker, mitunter auch mit Einwechslungen. Und wir, die einen Kräfteraum in den Fußball auch spielen, wo sie auch gezwungen werden, zum Wechsel vornehmen, werden öfters mindestens nicht besser. Und so bleibt mir eigentlich nicht viel übrig, wieder in diesen positiven Aspekten versuchen weiterzufahren und am Gegner zu gratulieren. Und ich hoffe schon, dass wir auch in der Winterpause das eine oder andere noch machen können. Dass wir auch nicht nur phasenweise und vor allem am Anfang des Spiels immer wieder sehr gute Partien bieten, sondern das auch durchziehen können. Und dementsprechend auch ein Niveau halten oder sogar verbessern, wenn es einmal mit der Vortour vom Spiel halt einfach notwendig ist. Gratulieren und sehr zu sein. Danke für den Kommentar. Carlos, 5. Sieg in Folge. Dein Kommentar zu diesem Spiel? Ein Spiel, wie erwartet war. Dritte Spiel in dieser Woche für uns. Gleichzeitig eine Gegner, die uns in der ersten Halbzeit das Spiel unangenehm gemacht hat, wie erwartet war, mit der langen Bälle und gleichzeitig versuchen, den Ball runterzukriegen, war für uns so schwierig. Trotzdem haben wir diese Art uns angepasst und zu null Spiel einen Ballverlust von Lustenberger. Kala in der ersten Halbzeit diese Situation versucht mit einem Chip David zu überraschen. David war dort präsent. Nachher ich war in zwei Situationen, wo wir Konter lanciert haben. Und in der zweiten Halbzeit war zu wenig, um in Führung zu gehen, weil in dieser Art, in dieser Phase Aarau mit seinem Stil viel mehr für das Spiel gemacht habe. Und viel mehr müssen wir uns anpassen und das zu neutralisieren. In Betrachtung von dem dritten Spiel in dieser Woche, es war ordentlich und so erwarten für mich. In der zweiten Halbzeit haben wir phasenweise so gespielt, wie bei uns der Fall ist, mit den Ballzirkulation, die Wege rechts, zentrale Achse links ständig noch suchen, mehr Druck noch entwickeln. Haben wir dementsprechend auch Eckball verursacht. Gleichzeitig der Gegner mit den Lenius wieder eine Konterchance, wo Florian und David sehr gut neutralisieren. Und dann auf diese Bemühungen in der Schlussphase wurden wir belohnt um die gesamte Leistung, wie in der ersten Halbzeit zu neutralisieren und wie in der zweiten Halbzeit die Initiative mit den Kräften
wo noch dazu gekommen sind, um am letztendlich um einen Sieg noch können schon erreichen. Vielen Dank für den ersten Kommentar.